Ja, servus miteinander. Heute geht's um den Neji Master 2S Max mit dem Air Assist, den ich dazu bekommen habe. Ich habe auch noch hier unten jetzt einen Kompressor dazu gekauft. Und ja, ob der Air Assist was bringt und wie sich der verbauen lässt und ob der auch toll ist, das seht ihr in diesem Video. Und wir werden auch noch Bettlaken belasern. Viel Spaß! So, bevor es jetzt weitergeht, möchte ich einmal den Air Assist ausprobieren, damit das da alles mal wegbläst. Denn ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich muss immer alles ganz aufmachen. Schade. Wenn ihr die Kinder schreien hört, die spielen. Das macht nichts. So, also er ist ausgeschaltet. Überall dieser Flitter drin. Das mag der Laser bestimmt gerne. Also merke, Metallic-Sachen, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. So, jetzt schrauben wir unseren Laser mal auseinander. Also das ist jetzt die neue Version von diesem Laser. Oder die neueste Version, so viel ich damit gekriegt habe. Die soll ja schon sowas ähnliches wie ein Air Assist haben. Ja klar, der Lüfter hinten bläst und bläst nur durch dieses eine Loch vorne raus. Ob das sehr effektiv ist, werden wir es dann schon sehen. Aber es kommt natürlich immer darauf an, wie krass dieser Lüfter an ist. Und der ist eigentlich nicht so krass an. Naja, geht eigentlich noch, oder? So, was ist jetzt hier eigentlich? Ich habe das Einzige, was ich noch nicht verstanden habe, und das verstehe ich immer noch nicht, sind diese zwei Gummis hier. Was sollen die machen? Frage ich mich. Setze ich sie hier vorne rein? Also ich habe jetzt im Internet mal nachgeschaut. Dieses Internet findet aber leider nichts über diesen Air Assist. Ich kann den kaufen bei AliExpress, ja. Aber ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Entweder es kommt einfach hier hinten rum, könnte ich mir sogar vorstellen. So, dass die einfach da hinten rum gehört und aus. Könnte sein. Oder halt auch nicht. Das müssen wir heute mal schauen. Ist auch die Frage, wohin baue ich den? Na doch, das ist so die Variante, die glaube ich ist am schlauesten. Also erst den hier rumtüdeln, den Gummi, und dann draufstecken. Dann ist das hier hinten dicht. Das stimmt oder nicht? Seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja. Er muss aber fest werden. Dieser ist. Übrigens, das Röhrchen weiß ich jetzt auch, das ist auch für den Air Assist, allerdings. Also nicht für den hier, bin ich der Meinung, denn auch hier, also hier wieder reinpassen. Das heißt, da könnte man dann so ein Air Assist an der Seite noch anbauen. Was ich hier jetzt natürlich nicht brauche, weil er ist ja da. Sag mal, ich gicht in den Fingern. Damit wäre der jetzt drauf. Also, mal ein bisschen nebeneinander halten, ob es die gleich sind. Ja, da ist schon ein Container direkt drin, schaut's mal so. Also das bringt nicht viel, das heißt, so ein Air Assist macht schon Sinn. Da ist überall der Flitter drin. Naja klar, ich meine, der fliegt hier rum, wird von oben angesaugt wieder. Und das ist ganz schön flitterig. Deswegen ist es vielleicht auch schlau, sowas mit einer Maske zu machen. So, jetzt habe ich ihn so dran gebaut, dass er noch da steht, denn ich denke, hier sind alle Kabel, also würde ich auch den Schlauch darüber lenken. Weil dann kann ich nämlich hier das hier oben benutzen. Ein bisschen brutal schlau. Das ist brutal. Und dann firme den hier an der Seite, ich zeige euch nachher noch ein Bild davon, firme den einfach hier an der Seite mit darauf. Und dann ist mir aber mein Schlauch vermutlich zu kurz. Das ist ein Problem, oder nicht? Aber eigentlich geht nur, wenn das geht. Yay! Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber so. Jetzt ziehen wir ihn da durch. Sehr schön. So gefällt mir das eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich den Schmarrn hier alles weg, kann den weiterziehen. Gefällt mir gut.
So, dann ist er nämlich da auch aus dem Weg. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So, jetzt habe ich den hier und kann da dann meinen Kompressor anschließen. Geilo. Okay, wir schauen. Das ist sogar auch noch lang genug hier. Das heißt, sobald der Kompressor da irgendwas ist, das stellen wir ihn mal ganz hinter. Das ist die weiteste Variante. Dann kann ich den Kompressor da unten anschließen und gut ist. Okay, coole Nummer. Gefällt mir gut. Nein, gefällt mir noch nicht gut. Ich muss ja hier jetzt noch den Absperrgerät hier hinmachen. Jawohl. Und dann schauen wir uns jetzt mal den kleinen, da ist auch mein Imbusschlüssel, den ich gesucht habe gestern, den kleinen Kompressor an. Ob der was taugt oder eben nicht. Oh Gott. Also ihr seht, das ist der Stanley. Stanley und hier, Stanley Balls. Kennen einige. Der hat es gekostet, ich glaube 170 oder sowas. Aber ich will hier zu Hause, ich brauche den eigentlich nur eben für das hier und mal Reifen aufpumpen oder sowas vom Radl. Muss ich den da erstmal rausheben. Der ist ja süß. Oh Gott, der ist schwer. So, hier ist er, der Stanley. Ihr seht ihn. Okay. Ich bin gespannt. 60 dB soll er haben. Also ungefähr so laut wie ein Anycubic i3 Mega, wenn er aus der Packung kommt. Oder auch der erste, der Focus. Odin. Die waren alle so laut. Ungefähr. So, jetzt schmeißen wir den mal an. Eingeschalten ist er jetzt. Okay, der ist definitiv leiser als ein Anycubic. Oder der Focus. Er hat nämlich nur 59 dB. Cool. Ja, laut ist das nicht. Tatsächlich so. Nicht schlecht. So, dazu habe ich mir jetzt noch so ein Schlauchpaket gekauft. Schlauchpaket heißt das doch nicht, oder? Was ist das Schlauchpaket? Keine Ahnung. Wie lange braucht ihr jetzt dafür? 100 Minuten. Hier, der ist hier. Druck hat er noch keiner aufgebaut, okay? Stanley. Der Muffler. Filter, das ist der Luftfilter, oder? Der hier. Wahrscheinlich ist da mal irgendwo ein Stopfen drin. Der dafür sorgt, dass da kein Staub hineinkommt. Ja, ich sehe ihn auch schon. Deswegen läuft nämlich da auch nichts. Stöbel raus. Luftfilter rein. Schlauch auch noch. So. Jetzt wird es wahrscheinlich gehen. Jetzt zieht er auf Luft und drückt und baut Druck auf. Coole Nummer. Coole Nummer. Aber nicht zu vergleichen mit einem normalen Kompressor natürlich. Also wahrscheinlich was die Leistung und sonstiges angeht, der ist ja eher dann auf Silence Lautstärke getrimmt. Also nicht auf Lautstärke, sondern auf Leiseness. Dann habe ich jetzt hier von Hüde noch so ein lustiges Druckluftteil. Wie gesagt, ich habe nur vor, damit eben sowas zu machen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich kein Adapterstück habe. So, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den einfach abzuschneiden, weil es mir jetzt zu blöd ist. Dann kaufe ich mir für das halt nochmal einen neuen Schlauch. Und dann habe ich jetzt nochmal einen da. Weil jetzt nochmal einen Adapter zu kaufen, würde fast so viel kosten wie einfach dieses Schlauchset da. Ist ja auch Quatsch. Schauen wir mal, kriegen wir das da rein? In die Elektriker-Trickkiste greifen. Vielleicht geht's ja. Ja, der schneidet nämlich sehr schön ab nochmal. Aber ich, naja, was macht der denn? Muss der den in größer nehmen? Das ist übrigens immer noch ein SAT-Kabel-Abisoliergerät. Das Abisoliermesser für SAT-Kabel. So, den da. Dann nehmen wir halt mal das größte. Das geht dann schon. So, schauen wir den da ab. Dann habe ich da noch was davon. So, warum mache ich das mit dem? Ja, damit es gerade wird. Wenn es geht. Tada! So, jetzt habe ich nämlich hier einen schönen geraden Schnitt und den können wir dann da hoffentlich jetzt hineinbauen. Wer, das passt jetzt nicht, dann werde ich stinkig. Doch, das passt. So, und schon haben wir ein Adapterstück und den kann ich noch für was anderes hernehmen. So, und zur Not könnte ich ja da auch noch so einen hinbauen, dann habe ich noch so eins da. Wisst ihr? Verstehst du? Ah! Zu. Auf. Zu. Auf. Einige von euch werden sich schon gedacht haben, was passiert, wenn man den jetzt so rum hinbaut? Ganz klar, er fährt darüber und dann macht's brrrr, weil er nicht in die Home-Position fahren kann, weil der Schalter dann nicht berührt wird. Hilfe, ich bin angegriffen. Geh weg. Ab.
Also irgendwie, weiß ich auch nicht, haben sie es zur Zeit mit mir. Jetzt verpiss dich endlich. Ich will nicht angegriffen werden. Hallo. Weg jetzt. Okay, das Zimmer gehört dir. Aber ganz einfache Lösung, ich drehe jetzt einfach einmal den Laser um 90 Grad und dann passt das. Das ist haarfein, ist mit 80% und 1000 ist es jetzt gemacht. Und das sieht richtig geil aus. Richtig, richtig geil. So, das ist jetzt der gute Stanley. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, das hier einfach abgeschnitten, da den Adapter dran gebastelt. Und jetzt wollte ich gerade meinen Schlauch wieder anstecken. Und das haben wir hier drin, ein Passagier. Ich dachte mir, was ist das hier? Ja, da ist ein Käfer reingelaufen, was soll das? Den kann ich jetzt da durchpfeifen oder... Ja, ich weiß auch nicht. Oh, ich könnte ihn hinten abstecken. Das würde gehen. Und dann pfeift man einmal hier durch das Röhrl durch. Ich glaube, das ist das Gescheiteste. Weil sonst habe ich ihn ja da irgendwo hier drin hängen. Das mag ich auch nicht. Das machen wir jetzt schnell. Sonst habe ich den da in meinem Laser. So, wichtig ist jetzt, dass wir mit ein wenig bisschen Druck arbeiten, dass der da raus kann. So, aufmachen. Da war er schon weg. Ich habe es gesehen. Vielleicht sieht man es in der Zeitlupe. So Freunde, ich habe jetzt ein paar Tage, fast Wochen später, schauen wir jetzt mal noch ein paar andere Materialien an. Denn ihr habt den Stanley schon gesehen und ich möchte ein bisschen was noch ausprobieren. Das heißt, ihr seht hier, was habe ich hier? Ja, ein Bettlaken. Nein, Bettlaken stimmt nicht, ein Spannbetttuch. So, und ich möchte jetzt eines probieren. Ich möchte jetzt dieses Spannbetttuch über den Tisch spannen und möchte da mein Logo in groß drauf haben. Wieso sieht man mich nicht? Weil ich hier oben bin. Ich bin so groß. So. Also, das möchte ich jetzt mal versuchen. Ich hänge das jetzt mal darüber, baue mal den so ein bisschen auf, damit ich den auch wirklich da reinbringe und dann kann ich da ein schönes, großes Logo machen. Es soll natürlich groß werden. Es ist ein großer Laser, es soll auch groß werden. So, ich habe jetzt mal eine Schrift genommen. Mir ist blöderweise aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass ich blöderweise das Laken verkehrt rum hingelegt habe. Ist aber nicht so schlimm. Also, quasi. Das ist die Unterseite. Ist aber nicht so schlimm. Ich mache jetzt Folgendes. Ich tue jetzt einfach die Schrift spiegeln und lese es quasi von unten rein. Das ist ja nur mal ein Test. Wenn das Ding kaputt ist, ist es egal. Das hat eh Löcher. So, also. Jetzt habe ich eines gemacht. 10%, 5000 und da soll er jetzt die Linie machen. Ich bin gespannt, ob ich nicht einfach durchrum bin. Nichts, was okay ist für mich. Was passiert? Achso, ich wollte ja hier noch sowas machen. Hehe. Wo ist er? Hier ist er. Der Mann ist so dumm. Der Mann ist so brunzbissel blöd. Vergesse ich immer, wenn man es ja beim Drucker nicht machen muss. Immer vergesse ich es. Ah, ja. Nicht so schlimm. Kriegen wir alles hin. So, einmal. Wo ist er denn jetzt? Wieso bin ich da? So, zack. So, jetzt. Jawohl. Jetzt ist er eingestellt. Und dann schmeiße ich jetzt nochmal hier den Air Assist an. Nicht verdrehen. Passt. Das angesteckt, ja. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Was war Plong? Keine Ahnung. So, jetzt schauen wir nochmal. Ja!
Also 10% waren das, 15% werde ich brauchen, hat auch die Mama gesagt. Also wie ihr das hier sehen könnt, sieht man schon was, jetzt bellt der Hund. Ja, hier ist natürlich noch ein bisschen zu wenig, da sieht man fast gar nichts. Das waren jetzt 10%, hier sind es 15%, das sieht man tatsächlich. Nur jetzt ist halt die Frage, sieht man es auch auf der anderen Seite? Das werden wir jetzt rausfinden. Ja, Wunder, Zauberei, wie wir sehen, sehen wir nichts. Muss ich nochmal auf der Seite machen. Ja. Dann bauen wir das Ding wieder auf und diesmal mache ich es ein bisschen anders. Ich weiß ja jetzt, 15% sind gut, das kann man sehen. Jetzt werde ich mir mal, pst, Korbi, die Fläche lasern lassen. Denn dann sieht man das auch besser. Wie sieht es damit aus? Weiß nicht, passt das oder passt das nicht? Keine Ahnung. Versatzfüllung sehe ich leider die Vorschau nicht. Vorschau, kann ich ansehen. So, was haben wir hier? Achso, jetzt muss ich aber das Spiegel wieder rückgängig machen. Dann machen wir aber noch eins rein. Und zwar machen wir den auch noch hier. So, okay. Okay, so, heißt wieder mal einsteckt, Brille auf und dann sollte es losgehen. Schwupp. Und die Kirchenglocken ausnahmsweise. Ach komm. Dumm, einfach dumm. Erst home in, dann kann es losgehen. Tja, es sollte ziemlich groß werden. Das wird schön groß. Hier, wie man sieht, hat er zwar was gelasert. Kann ich den hinterfahren? Ja, kann ich. Aber hier zum Beispiel kam nichts mehr. Hier war ich natürlich mit der Leistung drüber. Das kam daher, ich habe Versatzfüllung gemacht und dann hat er hier so gearbeitet, dass er immer in die Mitte reingearbeitet hat und hat dann natürlich hier den Strich, wo er oft gefahren ist, weggelasert. Was mich aber wundert, hier ist nichts mehr passiert. Und das waren so die letzten Dinger, meine ich, was er gemacht hat. Ich habe aber irgendwie ein anderes Problem noch, das muss ich mir noch kurz zeigen. Und zwar ist der Strahl vom Laser, wenn ich mir den so anschaue, das ist der Vorschau-Laser, ne? Der ist ja sehr, sehr groß, obwohl die Einstellung müsste ja passen. Das heißt, irgendwas ist passiert, was mir nicht, ja, weiß ich nicht, entweder ist er dreckig, was komisch wäre, weil ich habe ja den Air Assist angemacht, aber mir ist was aufgefallen. Da kommt Kondenswasser raus und das ist, glaube ich, nicht besonders zuträglich. Ja, das war irgendwie dumm, aber mei, weiß ich ja nicht vorher. Weiß ich, ob man es sieht, aber ihr seht hier, es sieht alles andere als gut aus hier. Als würde irgendwas auf der Linse liegen. Das ist ja kacke. Ich schätze, es könnte schon ein Wasser auch sein. Entweder habe ich mir jetzt den Laser versaut komplett. Schauen wir mal. Es kommt davon, wenn man neue Sachen ausprobiert, gell? Also ihr seht, vielleicht hier, Moment. Ich stelle den mal nochmal hier hin. Ich kann nicht besser ausrichten. So. Und jetzt seht ihr das da, ja. Ihr seht das, das sind zwei Punkte, so, die so ein bisschen fokussiert sind und der Rest ist irgendwie furchtbar blöd. Ja, ich bin gespannt. Jetzt schauen wir mal, ich tue den mal auseinanderschrauben und dann gucke ich mal an. Ja, und genau das ist mein Problem. Ich habe entweder jetzt hier Tropfen drin oder drauf. Weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Und hier sieht man eigentlich schön, dass da Tropfen oder irgendwas ist und ich glaube, dass die drin sind. Das sollte natürlich eigentlich nicht passieren, denn da ist eine Dichtung drauf. Naja, müssen wir mal gucken, was ich da mache. So, okay. Also die Linse kann man schön abschrauben, da ist eine kleine Feder drin. Und jetzt muss ich halt schauen, dass ich die Linse hier innen drin sauber bekomme. Wattestäbchen oder irgendwie Tempo oder irgend so ein Scheiß. So, ich habe es mit dem Stanley jetzt einfach ausgeblasen, das Ding. Also nochmal reingeschraubt wieder und dann bauen wir es wieder zusammen und dann hoffe ich, dass er wieder funktioniert. So, nochmal das Stanley in Nahaufnahme und jetzt, wenn man ein Problem hat, kümmert man sich auch drum und schaut, was läuft da schief. Und siehe da, hier steht was.
Drain Moisture Daily. Da muss man das aufmachen, dann kommt eben das Kondensat raus und dann hat man die Scheiße auch nicht in seinem Laser. Ja, der Wolfi halt. Man liest da wieder nicht, was los ist. Aber kommt halt davon, wenn man keine Ahnung hat von Kompressoren. Das ist mein allererster Kompressor. So, nachdem ich den jetzt ausgepustet habe, hat der auch wieder einen schönen Fokus, muss ich sagen. Also es war jetzt kein Problem, einmal auseinandergenommen. Wie gesagt, ist natürlich dumm, wenn man dieses Kondenswasser nicht ausleert, weil man keine Ahnung davon hat. Aber jetzt weiß ich es, also wird es täglich ausgeleert und dann wird erst gelasert. Weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, das zu automatisieren. Wahrscheinlich schon. Da kann man so einen Magnetventil unten dran bauen, der dann einmal am Tag rauslässt. Aber ist es das wert? Ich weiß es nicht. Ja, wie man sieht, sieht schön aus. Ist aber zu viel Power. Ja. Schade Schokolade. Okay, dann noch ein Versuch mit weniger Power. Ja, auch 7% sind noch zu viel. Nein, gerade fürs Füllen. Ja, müssen wir nochmal. So, nächster Test mit 5%. Ja, mit Air Assist erkennt man jetzt tatsächlich die, ja, Leistung muss ich etwas höher nehmen, aber es wird ein bisschen schöner, muss ich sagen. Also ich sehe hier nicht mehr diese gemeinen Stellen, wo so verbrannt sind, sondern ja, dafür sehe ich hier zwischendrin so ein bisschen was, wo ich sage, das könnte ein bisschen mehr sein. Jetzt probieren wir nochmal die Leistung ein bisschen hochzunehmen und dann machen wir nochmal eins. Ja, so würde ich sagen, gefällt mir das eigentlich ganz gut. Es ist noch nicht so ganz gleichmäßig, wie ich es mir wünschen würde. Aber ich weiß nicht, ob das noch schöner wird. So, nachdem nichts irgendwie einen Sinn ergeben hat, habe ich jetzt mal den Constant Power Mode ausgemacht. Und jetzt bin ich gespannt. Also ich habe jetzt den auf 100% und Constant Power ist aus. Ja, sehen wir mal, was los ist. Okay, mega gut. Hier ist nichts mehr, was da auseinander wird. Doch, ist schon, es verfällt alles zu viel Power. Scheiße, das sah so gut aus. Das sah so gut aus. Kacke. Nein. Jetzt gehe ich auf 50 runter. Jetzt habe ich sie endlich gefunden, nachdem ich ja erst dachte, das wäre die Einstellung, die ich brauche. Das sieht nach der Einstellung, die ich zwingend brauche. Das sind 50% und nicht Constant Power Mode. Deswegen schneidet er hier an der Seite nicht das ab. Weil es ist Constant Power Mode, hat halt immer das Problem jetzt gehabt, sobald er halt in die Ecke fährt und dann rüber fährt, dann ist er hier zu lang und schneidet mir quasi ja, die Ecken hier alle auf. Und da geht er runter mit der Power. Das sieht geil aus. Das gefällt mir sehr gut und jetzt kann ich das auch richtig machen. Ja, hier kann man jetzt mal schön erkennen, was einmal mit Air Assist gemacht worden ist und was nicht. Und ihr seht es eigentlich ganz schön da. Also alles, was hell ist, ist mit Air Assist. Das, was nicht so hell ist, da ist der ganze Dreck hier, der ganze, ja, wie soll man sagen, das, was halt weggehört eigentlich, ist noch da. Das sammelt sich dann mit Air Assist da so ein bisschen am Rand. Das müsste man jetzt halt waschen und ja, dann wäre halt die Farbe weg. Und dann hätte ich auch mein schönes Logo auf dem Spannleintuch. Das finde ich geil. So, jetzt schauen wir mal, ob das auch noch ja, geht. Ich weiß natürlich nicht. Na, siehst du mal. Das färbt natürlich ein bisschen ab hier, seht ihr? Das färbt auch noch ein bisschen ab, weil da ist wirklich nicht mehr viel da. Aha, okay. Also interessant, interessant, aber es geht nicht auseinander. Bedeutet, es funktioniert so, wie ich es mir vorstelle.
Das heißt, ich kann jetzt mit diesen Einstellungen auch ein gescheites Spannleintuch einmal belasern und dann habe ich das zum Beispiel für meine Couch. Schönes Logo drauf oder schöne Motive drauf und dann wird das geil. Sehr schön. Yeah, es hat funktioniert. Ja, und fertig schaut das Ganze dann so aus. Gefällt mir gut. Passt. Ja, jetzt habt ihr gesehen, die Einstellungen sind soweit gefunden. Ihr werdet wahrscheinlich noch ein bisschen variieren müssen. Ich habe jetzt den anderen Bettlaken, den ihr gesehen habt, der dann fertig war. Der war etwas heller von der Farbe her. Das ist ein Kabel ein bisschen hoch, dann sieht er auch aus. Und ja, da hätte ich ein bisschen mehr Power gebraucht. Da hätte ich vielleicht mal auf 60 oder 70 raufgehen müssen. Aber naja, gefällt mir trotzdem sehr gut. Ist eine schöne ja, Verhübschung. Nein, Verhübschung stimmt nicht. Eine Verschönerung. Ist eine Verschönerung für die Couch, muss ich tatsächlich sagen. Und ja, zum Air Assist selber. Ich muss sagen, was ich ein bisschen schade finde an dem Air Assist, also der Air Assist funktioniert ganz gut, aber es gibt keinerlei Beschreibung dazu. Also ich habe keine Ahnung gehabt, was ich jetzt an Bar einstellen muss. Es kann nämlich auch durchaus sein, dass ich mit zu viel Bar reingegangen bin, denn ich habe festgestellt, ja, wenn ich unten aufmache und da ist noch ein Haufen Druck drauf, dann vereist es unten tatsächlich. Und deswegen weiß ich nicht genau, ob ich nicht einfach den Laser am Metall zu weit runtergekühlt habe, dass er quasi innen kondensiert ist und deswegen das Wasser da drin stand. Weiß ich nicht genau. Also ist es eine Vermutung. Deswegen, ich bin einfach jetzt ganz weit runtergegangen mit, ja, ich habe halt den Schieber nur ein kleines bisschen aufgemacht, immer, dass nur ganz wenig Luft rauskommt. Und das reicht auch. Also ihr müsst ja nicht mit voll Power reingehen, sondern es reicht ganz wenig. Und ja, da funktioniert er dann auch wunderbar. Also ich habe jetzt auch kein Problem mehr gehabt, dass da der rausrotzt oder sowas. Alles cool. Ich leere natürlich jetzt immer brav meinen Kondensator unten aus. Ja, ansonsten, also den Stanley kann ich empfehlen. Der ist natürlich nur für so kleine Geschichten gedacht. Also wie gesagt, also ich glaube an ganzen Autoreifen, da braucht man dann so lang wie an der Tankstelle, da wo es 1 Euro kostet, 5 Minuten. Aber naja, also ihr seht, tolles Gerät, also der kostet glaube ich 25 Euro. Wenn man ihn drucken möchte, glaube ich, kann man ihn auch drucken. Also das sollte jetzt nicht das Problem sein hier, das zu erstellen, dass man da ja so einen schönen Air Assist dann rausbekommt. Das müsste schon funktionieren. Also Viereck ist schnell konstruiert, dann so ein Teil reinstecken, so eine Ventil reinstecken und dann das damit dran machen. Also ich glaube, da ist auch kein Problem. Außerdem gibt es auch noch, ja, ich meine, wenn ich jetzt das Schleicher da an der Seite irgendwo hin montiere, geht genauso. Also ob ich jetzt da 25 Euro für ausgeben würde, weiß ich nicht, kann man machen. Genau. Ja, das war es eigentlich mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da. Wenn ich mehr gefallen habe bei meinen Videos, lasst mir ein Abo da, drückt die Glocken und ja, es geht jetzt dann mal wieder weiter mit Clipper und noch einen Laser. Genau. Für's euch.